Ah, bravo! Endlich überquert das letzte Pferd die Ziellinie. Na siehste, hatte ich doch. Nimm das, Grobian! Ja, ja, jetzt ist nur die Frage, wo er das vierte Mal ist. Um Himmels Willen! Ja, was denn? Ongar wird Reiter. Wenn du so aufmüffig bist. Mach dich bereit für eine königliche Abreibung. Weißt du, ich dash weg und trotzdem kriege ich jetzt nur noch Schaden von ihm. Aua, aua. Der kann doch noch schießen jetzt. Aber er blockt weniger, habe ich das Gefühl, er greift weniger an als eine Zürich-Kathedrale. Das Ganze ich werde dir Gesicht Klippergeld und Ohren langziehen. Wenn du meinst. Probier's mal. Oh, aua, aua. Das war gemein. Bye, bye. So. Das war die Nummer 3. Jetzt ist nur die Frage, wo ist er? Yay, Bruchstück von Thornken. Wir haben wieder eine Tonleiste. Alter, wie wir hier ausgestattet werden. Es soll noch einer sagen, das Spiel ist schwer. Naja, da schwebt ein Auto in der Luft. Hey, Auto, komm mal her. Ich erlöse dich mal. Okay. Habe ich eigentlich sowas auf der Liste stehen? Nee, eigentlich doch. Eine Sache habe ich da noch stehen. Und zwar der große Ventilatorraum. Ich wollte gerade sagen, wenn du dich jetzt nicht in dieser Scheißkante befindest, wäre ich aber aggressiv geworden. Aber er hat's gemacht. Deswegen ist alles gut. Wie gesagt, da hinten waren wir schon klettern. Hier oben ist nichts. Einerseits möchte ich jetzt halt rausfinden, wo er ist. Aber andererseits könnte das ganz schön lange dauern. Also, wo jetzt der vierte Mal Wicked K ist. Man muss die auch nicht in einer eigenen besonderen Reihenfolge abklappern. Die Schakada kann man klettern. Man kann einfach so, wie man gerade Bock hat, wo man gerade ist. Zu ihm. Also dann haben wir ja schon wieder fast alles. Können ich hier hoch? Ja. Nein? Toll. Wie komme ich jetzt hier weg? Außer zurück? Ja, die Strecke rückwärts geht also nicht. Schade. Okay. Ja, dann haben wir nur noch den Ventilatorraum. Ich überlege nur gerade, wo der ist. Ich glaube, der war beim überschwemmten Pass irgendwo. Ich weiß genau, welcher Raum das ist, aber ich weiß gerade. Huch, ist mal auf. Aber ich komme gerade nicht drauf, wie ich da hinkomme. Aber dann haben wir wenigstens alles mal erkundet jetzt. So. Jojo. Machen wir auf hier. Oh, das ist schon gerade wieder. Jetzt gehen wir noch von der Seite mal kurz ran. Vielleicht auch Kisten hier haben oder sonst irgendwas. Ich würde mal sagen, hier ist genau nada. Nada, niente, nichts. Gut, also bleibt uns nur der Weg zurück. Ähm,
Ich gehe mal kurz auch hier zu Ultan, ne, ob der noch was hat. Schön, dich wiederzusehen, Reiter. Ja, ich freue mich auch. Hast du mal ein Bier? Verschwindet! Los jetzt! Will er nicht doch. Samael wartet schon auf das letzte Herz. Glaubst du, er lässt dich lange genug leben, um etwas davon zu haben? Ich glaube nicht. Ja, dann bleibt uns jetzt nur noch zurück zu Samael. Ja, wir haben jetzt, glaube ich, soweit alles erledigt. Ich weiß gerade nicht, was ich gegangen bin. Wir haben jetzt auch das erkundet. Aber das ist hinten bei Silith, da gab es ja keinen Vulgrim, deswegen. Eine Straße, was aber nicht. Ich meine hier auf dem Weg zum glühenden Galgenturm. Warte. Ja, im Becken meine ich, müsste das gewesen sein. Ich weiß nicht, wir gehen immer zusammen, ey. So, der glühende Galgenturm. Gehen wir doch mal zusammen. Ey. Währenddessen gucke ich dann gleich mal heimlich, wo Wicked K ist, damit wir das noch abhaken können, bevor wir zum schwarzen Thron gehen. Ja, ihr interessiert mich gar nicht. Da läuft er rum. Ja, ich komme zu Samael. Ich habe mir schon Sorgen gemacht, dass du nicht überlebst, um deinen Teil des Geschäfts zu erfüllen. Gib es mir. Du hast mich über die Auserwählten belogen. Sie haben niemals den Turm bewacht. Wen kümmert das? Unser Abkommen drehte sich nicht um historische Geschichte. Ich habe dir den Turm versprochen. Und du wirst ihn bekommen. Mir zu verweigern, was mir rechtmäßig gehört. Da meine Kräfte nun wiederhergestellt sind, bin ich fast wie ein Gott. Ich könnte das Mark aus deinen Knochen saugen, ehe du es merkst. Ich könnte. Aber auch ich habe einen Kodex, an den ich mich halte. Abgesehen davon, kannst du über das Gleichgewicht und dein lächerliches Gesetz sagen, was du willst. Ich erkenne einen Rachefeldzug, wenn ich ihn sehe. Und Rache kann ich respektieren. Und was die Details meines Rückzuges betrifft. Nun, mir gefällt die Gesellschaft nicht, mit der sich mein Herr abgibt. Warum hast du den Zerstörer herausgefordert, Samael? Bring deine Reise zu Ende, Reiter. Dann wirst du verstehen, schon bald. Du vertraust ihm? Wer weiß, wohin uns dieses Portal bringen wird? Wir werden uns wiedersehen.
okay. So viel dazu, dass wir noch Wicked Kay machen. Machen wir dann später. Ist auch noch natürlich im überschwemmten Pass, wo wir eh schon 10 Millionen Stunden rumgeschwommen sind. Natürlich ist er da. Naja. Es war da, wo einer von diesen Schatten-Challenges war. Aber gut, dann machen wir das halt später. Das ist durch den schwarzen Thron durch und so, da habe ich ja Bock drauf. Motivation! Oh! Ist hier eigentlich noch was zum Erkunden? Nein? Und schon verstecken sich hier nämlich auch Sachen. Ja, im schwarzen Thron werden wir jetzt eine ganze Weile verbringen. Leider. Der schwarze Thron. Und hier gibt es dann auch wieder ein Teil der Abgrundrüstung. Juhu. Muss ich aufpassen, dass ich nicht wieder dran vorbeilaufe. Ach ja. Da drauf, dann wird die Brücke aktiviert und dann muss man mit der Brücke mitlaufen, weil die baut sich hinter einem wieder ab. Kann ich aber jetzt nicht zeigen, weil ich sonst runterfalle wahrscheinlich, bei meinem Glück. Die Türen sind geil. So gerne ich ihn auch hab, aber seine Sprüche nerven. Hallo. Azrael. Himmel, hilf mir. Da, das siebte Siegel. Es wurde nicht gebrochen. Was hast du dann von mir zu befürchten, Todesengel? Wenn du nicht vorhast, mich zu töten, dann hilfst du mir vielleicht. Du hast mir für beides keinen Anlass gegeben. Hör mir zu. Das Tor muss geschlossen werden. Der Tor muss von dem Quell abgeschnitten werden. Es ist der Quell, aus dem der Zerstörer seine Macht bezieht. Der Quell der Seelen. Millionen von Seelen. Ja, versklavt. Böse. Eine korrupte Macht, die die Armeen des Zerstörers nährt. Du bist ein Diener der Unterwelt. Bewacher des Quells. Nicht eine einzige Seele fließt ohne dein Wissen zurück in diese Welt. Es sei denn, Torhüter, dass du den Weg geöffnet hast. Der Zerstörer hatte die mächtigsten seiner Auserwählten gegen mich entsandt. Mir ging es nicht besser als dir, Reiter. Gegen Straga. Straga, wirst du mich zu ihm bringen? Darauf hast du mein Wort. Dann sag mir, was ich tun muss. Todesengel. Bitte, du musst eine Möglichkeit finden, die Energie in diese Kammer zu leiten. Befreien Sie Azrael. Ja, damit werden wir uns jetzt die nächsten 300 Folgen lang beschäftigen, diese Dinge zu aktivieren. Und das Schlimmste ist, man muss halt dafür, wie eigentlich bei diesen komischen Engeln da mit den Schwertern, ne? Immer höher, die Eingänge sind immer höher. Weil ja hier so Dinge aufbauen. Es bleibt keine Zeit. Wenn man dann versucht, der Quell der Seelen muss verschlossen werden. Lass mich doch mal erklären. Während man versucht, zur letzten Tür hochzukommen, was eine halbe Stunde lang dauert, steht der hier unten, also schwebt er da unten. Ein letzter Strahl, dann bin ich frei. Ein letzter Strahl, dann bin ich frei. Das ist so nervtötend einfach. Das macht einen so fertig. Er quatscht einen immer dazwischen. Und man sieht schon hier, ne? Da kann man die Dinger sowas auch im Hinterkopf. Aber dafür brauchen wir natürlich erstmal wieder Spielzeug. Nein, dieser Raum. Nein. Ja, schön, dass ich da hinten hin muss. Also dieser Raum ist eigentlich gar nicht so schwierig. Wenn man weiß wie. Weil, mal um zu demonstrieren, man kann hier durchgehen, ne? Man hat die Dinge zum Aktivieren, wenn ich das jetzt aktiviere. Passiert folgendes, die Wand verschiebt sich. Und ehrlich gesagt, also wenn man es kann und weiß, wie es geht, muss man nur zwei, drei Dinge oder so aktivieren, dann ist man da durch. Nur ich weiß es nie. Ich kann nie sagen, was man wo, wann, wie machen muss. Und das ist mein Problem. Ich komme da gar nicht rüber. Toll. Ich komme da überhaupt nicht rüber. Jetzt
jetzt komme ich... Ach nee. Okay, ich mache nochmal gerade den hier. Oh, sieh nur. War der Durchgang die ganze Zeit schon offen? Das wäre dann jetzt peinlich. Ich glaube, weil wir die zweite Tür benutzt haben. Ich könnte da mit der Kette rüber. Aber das würde mir... Würde mir das was bringen? Komm ich hier hin, aber ich komme da nicht ganz rüber, glaube ich, ne? So, weil das Aktivierungsding hier drüben ist, deswegen. Nur ganz blöd probiert, ob ich hier rüber komme. Oh, der hält sich sogar fest. Komme ich ja doch hier rüber. Sehr schön. Okay. Ja, und diese runden Dinger, die haben wir schon öfter auf unserer Reise gesehen. Deswegen werden wir später auch noch mal ein bisschen laufen müssen. Kann ich denn hier? Nein. Ach ja, genau, jetzt aktiviere ich das, damit ich hier durchkomme. Kann dann hier oben hier rüberlaufen. Das aktivieren. Und komm dann da hinten durch. Dum, 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 dum. Irgendwie hat man das langsam im Gefühl, wann das dum, 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 dum kommt. Wenn die Kamera so sehr auffällig auf so eine geöffnete Tür geht. Ja, da müssen wir weiter. Die Türen sind immer noch toll. Und das werdet ihr noch zweimal sehen. Das ist nämlich bei jedem von diesen Strahlen, die man leiten muss, für diese drei Köpfe, die um ihn rumschweben, muss man durch so, über sowas drüber. Deswegen, der schwarze Thron ist eigentlich nur halb so wild. Aber diese ganzen Kämpfe und alles machen es so unnötig lang und scheiß Dead Ass. What the Lady ist im schwarzen Thron. Tut mir leid. Aber der war schon schick. Ist mir noch nie aufgefallen, dass Leute so sexy sein können in Dark Side. Was ist denn los? Kannst du dich nicht wehren? Oh nein, das tut mir aber leid. Stirb. Wow. Das war jetzt super nötig. Hier ist keine Kiste, aber manchmal sind hier noch Kisten. Toll. Ich kann auch einfach so machen. Ah, okay. Es musste sein, okay. Ach. Tja, was ist denn heute mit der Steuerung los? Der macht das irgendwie nicht so, wie ich will, wenn ich W gedrückt halte. Kurz eine Lebens... Wobei, ich glaube, ich krieg drin noch eine, weil... Man sieht schon, wenn hier links und rechts Kisten stehen, man muss ja den Weg auch wieder zurück. Ist ja klar, dass man dann wieder kämpfen muss. Siehst du? Nehme ich mir lieber die Kiste hier drin, als dann... Ich finde, der schwarze Thron... Ich meine, abgesehen von diesem Bodensymbol und so, ist der schwarze Thron so die einzige Schwachstelle. So zum Kotzen. Und die ständigen Monologe von den Gegnern. Ja, stell dir vor, ich bin immer noch hier. Und eins. Na, ich habe mich nicht mehr erwischt. Doch, ah, jetzt wieder. Okay. Na komm.
stirb doch mal bitte. Oh, bitte stirb doch mal für mich. Oh ja. Nein. Den kenne ich aber fast. Da ist er wieder. Die Engel sind nämlich auch noch raffiniert. Die kriegen nicht einen Finisher, wenn die nicht leben haben, sondern wenn die auf dem Boden landen. Wenn die dann noch wieder aufstehen, ist der Finisher wieder weg. Schön, wir können die Kleinen direkt schon wegmachen. Und man sieht, sobald die Viecher andere Farben haben, werden sie natürlich auch noch stärker. Na komm schon. Ein Hörnchen ab. Ich könnte ja eigentlich mal... So sieht halt so rund aus. Ich wollte gerade sagen. Eigentlich ganz cool. Könnte ich eigentlich auch mal öfter machen. Also überhaupt mal machen. Stirb. Danke. Was im Hintergrund? Dum. Ich würde sagen, jetzt fange ich schon an zu singen, wie die im Hintergrund. Könnt ihr da noch nicht packen, was für ein Dreck. Es tut mir leid, dass ich das die ganze Zeit mache, aber... Oh, es gibt so ein paar Kämpfe, die sind einfach so... So. Leg dich wieder hin, Bruder. Hallo? Warum kann ich dich nicht hinrichten? Ja, du stirbst immer noch. Ich würde sagen, irgendwas muss doch jetzt passieren. Ich weiß gerade zwei Gesichter. Aber wir kriegen Spielzeug! Olle! Na? Ich weiß gar nicht, wo das ganze Equipment überhaupt hinsteckt. Tada! Wir spielen jetzt Portal. Leere Läufer. Das ist nicht Leeren. Leere Läufer. Mit dem schönen Gesicht hier drauf. Ein magisches Relikt, das Portale erzeugt und somit eine sofortige Reise von einem Punkt zu einem anderen ermöglicht. Drücken und halten Sie, um ein aufgeladenes Portal zu erzeugen, das Kriegsaustrittsgeschwindigkeit stark erhöht. Ja. Ich muss kurz gucken, da ist die Tür. Eigentlich muss man irgendwo da weiter. Das heißt, ich mache mal so. Und mach mal so. Und das Schöne ist, man kann auch noch da durchgucken und sieht, wie es aus dem anderen Portal raus aussieht. Drücken Sie linke Umschalttaste, um es von der Welt zu entfernen. Ja, drücken und halten Sie, um ein geladenes Portal zu erzeugen. Das hatten wir doch eben schon. Ich will das Portal gar nicht wegmachen. Ich möchte da jetzt ein geladenes hinmachen und da so eins. Dann möchte ich da durch. Und krieg eine Kiste. Wow. Das können wir eigentlich auch so machen. Aha. Das ist da oben. Ach ja. So. Und die Bombe. So, jetzt müssen wir noch mal kurz hier, wenn das Ding wieder hochfährt. Und dann können wir hier nämlich durch. Jetzt kommt nämlich der große böse Rätselteil. Eine
Fledermaus komme ich nicht ran. Boah. Ich mache jetzt die Fledermäuse weg. Aua. Uaha. Geh mal bitte da von der Kante weg. So. Jetzt aber. Oh Gott. Oh, hör auf damit, Spiel. Jetzt hat er mir das hier natürlich wieder alles weggemacht. Ich hätte gerne... ich weiß nicht, die Bumerang da jetzt machen. Das ist nicht gut. Wir kriegen Kisten. Wir machen jetzt mal so. Und machen jetzt mal so.